Oh, ganz viele Fragezeichen. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Dies ist eine Geschichte. Okay. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Das finde ich gut. Loot. Aha. Okay. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Oh, das ist schön. Sehr nutzvoll. Ach so. Wähle dein nächstes Ziel und lass dich vom Wind leiten. Unentdeckter Ort. Der Kriegerkodex. Ich würde sagen, wir machen direkt, weil wir ja gerade in der Nähe sind. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Größenverhältnis ist. Oh. 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 Okay. Es gibt ein bisschen viel zu erkunden anscheinend. Aber da müssen wir irgendwie. Ah ne, hier ist eine Landzunge. Okay. Ich würde sagen, tatsächlich, machen wir direkt hier weiter. Wer ist das? Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Kurzbogen kriegen wir da. Fokussiertes Hören. Okay. Yuna sucht nach ihrem Bruder, haben wir ja schon soweit herausgefunden. Einem Schmied namens Taka, der von den Mongolen gefangen genommen wurde. Sie geht in der Nähe des Fischerdorfs. Achso. In Aufzeichnung anzeigen. Moment. Der Kriegerkodex. Ach, und der Wind leitet es. Folge dem Wind, um dein verfolgtes Ziel zu erreichen. Wische mit M nach oben. Ah, okay, cool. Das mit dem Nebel über dem Wasser sieht ja sau cool aus. Übrigens, unser Pferd hat so Tigerstreifen an den Beinen. Das ist ja mal mega geil. Ah, so stecken wir das Schwert weg. Und man kann sich verbeugen. Man muss das Maus... man muss hier so drüber wischen. Okay, das ist sau cool. Vor allem vibriert das Gamepad, so wie er gerade trällert. Oh, schade, dass es so kurz ist. Ey, ich... Und Vögelchen! Unsere Mama! Ne? Wie hieß sie? Yoko? Hat gesagt, der Wind ist unser Vater und unsere Mutter... Vögelchen. Oh, das ist ein Birdie. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ey, ja! Ja, ich lerne es gerade auch unglaublich doll lieben. Das ist sau cool. Ganz kurz. Ah, wir decken doch Orte auf. Ah, okay, nice. Wenn ich jetzt hier verfolge. Ah, okay. Ja gut, wir gehen ja sowieso durch. Ishura-See, goldener Wald. Da wären wir fast hingelaufen, ne? Wir waren ja hier. Nee, doch. Ah, Mist, da wäre sogar was gewesen. Naja, beim nächsten Mal. Wir haben genug Zeit zum Erkunden und ihr wisst, jeder, der hier mindestens mal einmal ein Let's Play gesehen hat oder sonst irgendwas,
weiß Bescheid. Hier wird auf jeden Fall alles erkundet. Oh, ich freue mich so sehr, dass wir endlich dieses Spiel spielen. Und ich bin bis jetzt nicht ein bisschen enttäuscht. Gasthaus Reiserholung, mongolisches Gebiet. Oh nein. Kann ich die herausfordern? Nee. Wer stellt sich mir zuerst? Ja, yeah. Wer? Eldeia Shiglach, Samurai! Who killed Junior May? Oha! Oha! Loot! Die haben Loot! Sie haben endlich Loot! Jawohl, her damit! Oh, er hat die Klinge sauber gemacht. Sehr gut. Und dann nochmal. Tja, eigentlich hast du es nicht verdient, Sack. Es gibt keine Minimap oder so, was ich irgendwie sehr erfrischend finde. Ich glaube, der ist nicht ganz gesund. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Oh, shit, shit! Ich habe gerade Chat gelesen. Das war nicht so gut. Ich höre noch Dings, aber ich guck mal gerade. Kann man nichts mehr. Ah, doch, da. Eisen. Oh, Eisen. Alter, Loot. Ich hoffe, es gibt kein maximal Loot-Dings. Was ist da hinten eigentlich los? Ich guck mich mal eben mal um, ne? Yo, what? Was war das denn gerade? Oh. Vorräte. Danke. Alter, hat die mich erschreckt? Hä, wo ist denn die hin? Da hinten. Wo rennt die hin? Was ist denn da gerade explodiert eigentlich? Oh, einer auf dem Pferd. Anführer getötet. Töte oder beobachte weitere Anführer, um Wasserkampfhaltung freizuschalten. Was? Wasserkampfschaltung? Halt zu! Okay. Schon geil. Was?
Also sie zum Duell fordern ist in Ordnung, aber nur deswegen, weil der Samurai selbst sich keiner ehrlosen Taktiken bedienen will, aber allein das Nutzen von Schilden war ehrlos. Achso. Okay. Wasserkampfhaltung, aber ich verrate. Nee, nix spoilern, bitte nix spoilern. Gar nichts spoilern, bitte. Oh, das wollte ich gar nicht. Hallo, steck's wieder weg. Sehr gut. Kann ich aus dem Pferd einen Schinken machen eigentlich? Was passiert eigentlich? Also ich muss es ausprobieren. Das heißt Juna. Ja. Mann! Ich muss das ausprobieren! Ich hab den Gronkh gemacht. Ich muss das ausprobieren! Ich hab Hunger! Lass mich! Und nur Pferdeschinken konnte meinen Hunger stillen. Nie, wie war das? Karl! Das tötet Pferde! Entschuldigung. Du hast keinen Hunger. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach, der hat die Tür hinter sich zugemacht. So, okay, wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Wir haben jetzt anscheinend das Gebiet freigeschalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder zumindest befreit. Ah, da, guck mal, Eisen, da siehst du. Haben wir doch nochmal ein bisschen was entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass die Hütten Oh, bitter. Artefakte der Mongolen? Sammlung? Oh, was? Du kannst Talismane ausrüsten, um deine Fähigkeiten zu verstärken. Wie geil. Haben wir wahrscheinlich noch nicht. Verbesserung ansehen. Oh Gott, das machen wir, wenn es soweit ist. Sammle Artefakte, um mehr über die Mongolen zu erfahren. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Ah, wow, wir können ganz viel looten. Yes. Artefakt der Mongolen untersuchen. Ein Dolch. Die Mongolen eignen sich oft Waffen und Werkzeuge der Perser und Chinesen an und entwickeln sie noch weiter. Mongolische Reiter tragen eine Vielzahl von Waffen. Oft befestigen sie einen Dolch an ihrem linken Arm, um ihn bei Bedarf in Nahkämpfen schnell einsetzen zu können. Okay. Die mongolische Kultur entwickelte sich in den Steppen Zentral- und Nordasien, aber als ihr Reich sich ausdehnte, übernahm sie die Ideen und Produkte vieler Nationen. Ein Krieger, der die Invasion zurückzuschlagen hofft, tut klug daran, sich mit deren Kultur auseinanderzusetzen. Eine Vielzahl mongolischer Artefakte können in ihren Festungen, Lagern und Behausungen auf der ganzen Insel gefunden werden. Cool. Abu, das tötet Tiere. Karl! Ah. Gib das mal wer und schickt Nee. Crit, du kannst es sehr gerne. Abu, mach den Gronkh. Du kannst es sehr gerne in den Discord schmeißen. Sehr gerne. Kleidung. Kaputte Rüstung. Samurai-Rüstung, die zu beschädigt ist, um sie zu reparieren. Kaputte Rüstung. Oh, was? Wir haben eine Heldenrüstung. Was? Nur die größten Verteidiger von Tsushima sind diese Rüstung würdig? Held von Tsushima, warum haben wir die? Achso, Premium-Content, ne? Ich bin dafür, dass wir storytechnisch... Held von Tsushima. Okay, ich glaube, das ist Premium-Content, ne? Weißes Stürmband. Nee. Storytechnisch lassen wir jetzt erstmal, auch wenn uns das vielleicht spielerisch Vorteile bringen würde. Held von Tsushima. Ja. Lassen wir das erstmal, weil ich möchte jetzt nicht. Oh, ah, wir können mehr Lieder freischalten. Okay, das ist cool. Was? Held von Tsushima? Sturmwind. Nur die größten Verteidiger von Tsushima. Okay, beim Pferd können wir das lassen. Das ist okay. Aber, erstmal storytechnisch lassen wir das erstmal, okay? Die Rüssi war Teil der Complete Edition. Ah, okay. Dankeschön. Oh. Ja. Also ganz kurz, dass der Speer
Ja, gut, na gut, wenn er einmal komplett durchgedrungen ist und dann noch im Holz steckt, ja gut. Dass er da nicht abgefallen ist, weißt du? Kann ich da raus? Oh, Tatsache! Okay, wir haben keinen Schaden bekommen. Doch, haben wir. Ja gut, heilen wir uns jetzt. So, wir gucken uns natürlich noch um, looten ein bisschen. Ich muss natürlich das Spiel... Oh weia. Oh nein. Oh, wie bitter. Schokoladenmenschen, Leute. Schokoladenmenschen. Die hatten eine Schokoparty. Knusprig. Oh, bitter. Ich weiß, ich mach mich lustig, aber das ist wirklich bitter. Oh, Mann. Eieiei. So, ich weiß nicht, wie viel Loot wir generell im Spiel bekommen werden, aber wir nehmen natürlich alles mit. Durchsuchen alles. Versuchen natürlich alles mitzunehmen. Okay. Es gibt sicher Fallschaden, oder? Oha, da war gerade ein kurzer LOD-Plop drin. Ich spiele übrigens... Ich habe das Spiel zwar als Blu-ray. Ich habe es mir trotzdem aus dem Store geladen. Weil ich habe PS Premium. Weil ich das Rödeln der DVD bzw. der Blu-ray nicht haben wollte. Das hatte mich ein bisschen genervt tatsächlich. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich das als Download habe, dass ich geringere Ladezeiten habe. Oh, hoffe ich zumindest. Na gut. Hierher. Gehen wir mal weiter. Ganz kurz mal die Map aufmachen. Ah, jetzt entdecken wir immer mehr. Kann ich noch mehr reinzoomen? Ja, hier. Abgeschlossen. Ah, ist schon abgeschlossen. Okay. Oh. Das ist Yuna. Ich finde das übrigens sehr erfrischend, dass es keine Minimap gibt. Auch wenn es mich ein bisschen verwirrt. Jin, du hast mich gefunden. Offensichtlich. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Tun wir das? Der Kriegerkodex. Oh Mann, ich versuche zwar Japanisch zu lernen, aber die Schriftzeichen so aus dem Stegreif... Hast du Samurai für die schwierig. Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Oh, hätten wir vorher noch ein bisschen was anderes machen sollen? Bevor wir direkt die Story machen? Ganz kurz. Ich bin ganz ehrlich. Yuna, warte mal noch einen Moment bitte. Oh, was? Ja, machen wir. Ich muss erstmal gucken, ob hier Loot ist, ne? Die ehemaligen Bewohner brauchen das ja nicht mehr. Muss mich dann nur mal kurz umgucken. Oh, bitte. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Ja, das... Kaum das. Zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Das ist auch richtig komplexes Kanji. Bisher habe ich Hiragana, glaube ich. Ein bisschen gelernt. Präfektur Komoda. Katakana habe ich noch gar nicht erst versucht. Oh, ich sehe Loot. Können wir vom Pferd aus einsammeln?
Tatsache. Sehr schön. Dann brauchen wir hier nicht, ne? Katakana. Dann habe ich erst Katakana und dann... Ich bin da noch nicht so drin. Bin da tatsächlich... Es ist sehr schwierig. Ah, Mist, ich wollte nicht springen. Ich muss mal gucken, wie man gut... Wie steigt man denn normal ab? Ah, mit Kreis. Okay. Gucken uns natürlich erstmal um. Oh. Ah, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Aber mega cool, dass es überhaupt geht. Katakana Silbenzeichen. Sich westliche Worte bilden. Ah, okay. Dann habe ich tatsächlich mit Katakana anstatt angefangen. Müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Aber ja, so ein paar Sachen. So ein paar Sätze kann ich. Ich mache das halt mit Duolingo, ne? Okay, hier ist tatsächlich nichts mehr. Also ich habe nichts gefunden. Können wir hier so einmal kurz gucken, ob hier vielleicht... Okay. Nee, geht nicht. Finde ich gut. So eine Sache mache ich auch immer beim Jiu-Jitsu. Eibenholz. So eine Geräusche. Ich finde es übrigens cool, dass sie ein rotes Pferd mit roten Dings hat und wir mit... Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der so abgeht, das Pferd. Und sie mit rot und wir mit blauen Sattel. Okay, ich nehme es zurück. Oh, ich weiß, ich muss einfach spazieren gehen, Leute. Ich muss einfach. Ich kann nicht anders. Oh, da siehst du? Siehst du? Noch mehr Eibenholz. Sehr schön. Oha. Ich frage mich gerade, ob das jetzt storytechnisch mit Gewitter ist, aber... Okay, ich werde jetzt nicht pferdetechnisch rumrennen, sondern mich mal ein bisschen so umgucken. Aber die Mongolen haben anscheinend alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Außer da... Oha, wie komme ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich übers Dach. Oder hätte ich einfach rüberspringen können, ich weiß es nicht. Oha, ich dachte gerade. Hätte ich da rüberspringen können? Ja, hätte ich, okay. Hätte geklappt. Ah, Mann! Falscher Knopf. Literatur und durch Jahre im April Wortschatz gut erweitern können. Erstmal gelernt, dass es mindestens zwei Varianten für Zahlwörter gibt. Ja, das stimmt. Das ist richtig. By the way, wie hast du das Pferd genannt? Nobu. Wir haben es Nobu genannt. War tatsächlich meiner Meinung nach auch das passendste. Achso, ich dachte, das wäre es zum Sammeln. Wäre aber auch der falsche Knopf gewesen. Mann, ich drücke die ganze Zeit immer, weil wegen Horizon bin ich noch Viereck gewohnt. Du bist immer Imo der coolste Name. Finde ich auch. Fand ich auch cool. Also ich hätte auch kurz Sora genommen. Aber der Chat wollte auch Nobu, also... Also ich hatte überlegt, Sora zu nehmen. Aber Nobu hat mir dann doch auch mehr gefallen. Oh, Präfektur Yoshi. Oh, sorry, dass ich gerade so am Rumeiern bin. Oh, kehre zum Geschichtsgebiet zurück. Ja, okay, alles klar. Aber hä, wieso? Wieso ist sie denn nicht einfach mitgekommen? Das verstehe ich nicht. Wir gucken uns doch noch um. Ich erwarte, dass sie irgendwo... Oh! Oh, können wir auch Tiere jagen? Ich habe vorhin Rehe gesehen. Ich guck mal gerade nur, ob ich vielleicht noch was übersehen habe. Da hinten ist noch ein Häuschen.
Und respawnen Sachen, also so Stoff und so ein Kram, oder sind die dann halt weg, weg? Also bin ich mit beidem fein? Alter, er klimmt gerade eine 2-Meter-Wand aber und macht nur so. Na gut, nehmen wir mal hin. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Aber dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Bei Sora denkst du an Digimon. Stimmt, hättest du es jetzt nicht gesagt? Ich musste bei Kage an Naruto denken, tatsächlich. Deswegen, also Kage war aber auch kein für mich schöner. Also fand ich jetzt nicht so toll. Muss ich ehrlich sagen. Also sind alles tolle Namen, aber nicht für mich. Sagen wir mal so. Ich gucke noch gerade. Ich weiß. Oh. Okay, ich muss da hoch. Okay, ich musste nicht da hoch. Da gibt's gar nichts. Warum wolltet ihr, dass ich da hochgehe? Gut. Jetzt hätte ich K genommen, weil Schatten. Strähnen aus dem Gesicht wisch mit der Auge verdeckt ist. Was? Edgelordig. Okay. Ja gut, warum auch nicht? Schatten ist ja auch schön. Aber. Ja. So, Leute. Okay. Pferdchen. Dann gehen wir mal weiter. Also ihr wisst, hier wird es kein schnelles, effizientes Gameplay geben. Ich sag das jetzt auch nicht mehr, nicht noch öfters. Ich genieße gerne das Spiel und werde nicht immer sprinten, nicht immer effizient von A nach B rennen und eine Mission nach der anderen abklappern. Da bin ich nicht so für. Müssen wir jetzt auf die andere Seite des Flusses? Mal ganz kurz auf die Map schauen? Nee, ich glaube nicht. Sieht so schön aus. Ist das ein Mongolenfort? Eibenholz. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Unser Vater, der uns den Wind... Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Entschuldigung. Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hinten sind sie bestens geschützt. Okay. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein.
Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Ich verstehe seinen Struggle ein bisschen. Taka. Oh, was? Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Die Glühwürmchen. Oh. Nicht aufschrecken. Erstmal noch ein bisschen Hölzchen sammeln. Okay. Hier durch. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Falle dem Mongolen in den Rücken. Okay. Denk nicht darüber nach. Erstmal Loot.